Carla wollte, dass ich irgendwas über das Buch aus dem Lokal rausfinde. Sie meinte, es könnte uns vielleicht auf die Spur des Täters führen. Ich hörte mich bei den Kollegen um und geriet in das Buch Antiquariat eines gewissen Takeo. Hey Kyle, Tyler, was geht ab? Guck mal, was ein Hüpfschwung der hat. Ah, zum Glück muss ich nicht mehr R1 und L1 drücken zum Atmen. Schauen wir mal, was gibt's hier. Ah, ich hab eben gedacht, ich krieg so eine Bonuskassette wieder. Ach ja, die Steuerung. Ah, ich komm ich hoch? Ah, okay. Wow! Das nenne ich meine Drehung. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ich lauf einfach rum. Ohne Plan. Grün, gelb, blau. Was bedeuten diese Lichter? Hi! Der ist wohl einer gerade hier beschäftigt. Der sucht wohl was, oder? Suchen Sie was? Du musst mir entschuldigen, wenn ich dir hab warten lassen. Besuch in meinem armseligen Geschäft ist große Ehre. Ich heiße Takeo. Sag mir, was kann ich tun, um Freude dir zu bereiten? Verrückt. Der Typ sieht aus wie der alte Chinese von Gremlins. Wenn der mir gleich eine Schachtel mit einem Monster schenkt, nehme ich die Beine unter den Arm. Es geht um dieses Buch hier. Ich habe beim Aufräumen im Keller dieses alte Buch gefunden. Ist das vielleicht was wert? Da verfüge ich leider nicht über ausreichendes Wissen. Meine mageren Kenntnisse erstrecken sich nur auf die Bücher, die ich hier verkaufe. Da kann kaum Deutsch, aber sagt erstrecken. Können Sie es nicht mal ansehen? Solche Bücher haben Sie bestimmt schon gesehen. Ah, oft schon. Ja. Aber mir leid tun, ich nicht dir helfen können. Trotzdem danke. Ein Versuch war's wert. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier was machen können. Okay, kann ich nicht durchlaufen? Vielleicht sind irgendwelche Bücher, die ich von ihm nehmen kann und dann zusammenmischen kann mit meinem Buch. Wer weiß. Was ist das für Hänger hier? Ah, jetzt komme ich hoch. Ah, was ist da? Boah. Was ist denn das da jetzt? Muss ich mir jetzt hier was merken oder was? Jetzt komme ich langsam wieder runter, okay. Warte mal. Schau dir noch mal, was ist das hier? Hat es was mit diesen Punkten zu tun wahrscheinlich, die wir vorhin eben gesehen haben? Erdgeschoss 15 bis 1600. Erster Stock 16 bis 1700. 1800. 17 bis 1800. Hat es was mit Kirsten zu tun oder was? Dass ich jetzt K, J bis N, rot? Keine Ahnung. Nehmen wir mal rot. Habe ich es jetzt so richtig verstanden? Dass ich jetzt nur rote Bücher suchen soll oder was? Ey, was ist da? Was war denn das? Ja,
Ein Schlüssel. Bewegen Sie die Lupe mit Hilfe des linken Analogsticks. So. Der Sturm von William Shakespeare. Das? Da hat ja jemand was reingeschrieben. Für meinen Bruder zum 18. Geburtstag. MK. Interessant. Interessant. Sonst noch was? Okay, ich glaube, es ging nur um diese eine Stelle. Okay. Okay. Oh, und jetzt? Was ist jetzt passiert? Ein Fetzen Papier. Sieht aus wie ein Computerausdruck einer Zahlenliste. Ist aus dem Buch gefallen. Muss ein Lesezeichen gewesen sein. Gucke ich mir im Büro an. Okay, was hat das jetzt aber mit dem Typen auf sich gehabt? Der hier ist. Vielleicht ich doch kann was für dich tun. Aha. Hä? Einfach so. Ein Kunde hat seltenes Buch bestellt. Seit heute Morgen ich danach suchen, aber ich nicht finden. Du das Buch finden. Dann ich dir erzählen, was du willst wissen. Aha. Und wie sieht es aus, das besagte Buch? Ganz einfach. Ist die gleiche Kollektion wie das hier. Okay, dann will ich mal suchen gehen. Bring dem alten Weisen aus den Bergen den heiligen Diamanten zurück und er wird dir den magischen Talisman geben. Man könnte glatt meinen, ich sähe es von einem Videospiel. Okay. Was? Geh wir mal nochmal zur Lupe. Geh mal zur Lupe. Wo war die Lupe? Da hinten. Hä? Ja, benutzt doch die Lupe jetzt. Hä, geht es nicht oder was? So, warte mal. Vielleicht sollte ich mir einfach nur das Buch anschauen, so. Okay. Okay, ich kapier gar nichts. Gehen wir mal dahin, wo es eben diese eine Rückblende da gab. Die Steuerung hängt total gerade. Mann. Echt nervig. Komm schon. Was haben wir hier gehabt? War das nicht seine Fetzen da, den wir da irgendwie hatten? Was ist das jetzt?
What the fuck? Ich gehe nochmal zu dem alten Mann. Der hat doch irgendwas vorhin gesagt. So ein komischer Code, so ein komischer Satz. Der erwartet sich ja schon, dass ich ihm endlich sein blödes Buch bringe. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Satz ging. Stehen da irgendwelche besonderen Namen? Die Crotola, war das das? Die Crotola, was ich mir eben für ein Buch hatte? 1776, 1776. War das jetzt nicht? Müsste ich da nicht noch mal hochgehen? Zweites Geschoss, da war doch 1700 bis 1800, oder? Das Buch, das Sie suchen. Tausende alter Bücher. Hier muft's nach Staub und altem Papier. Wo er wohl die Comics hat. Und? Wie heißt noch gleich der Spruch mit dem Heuhaufen? Soll ich jetzt damit runtergehen oder was? Okay, dann gehen wir runter und schauen wir mal, was jetzt kommt. Der Crotola hieß es doch, oder? Okay, hier ist das Buch. Super, hey. Da ist es ja. Ja? Danke, Kumpel. Was wollen Sie also über Ihr Buch wissen? Geil. Der Kunde. Und haben Sie Kunden, die solche Bücher kaufen? Hey, das Buch stammt nicht von mir, falls Sie das meinen. Wert ist... Ist es selten? Eine eher seltene Ausgabe, was? Nun, das findet man natürlich nicht an jedem Kiosk. Aber ein Buchhändler beschafft Ihnen das problemlos. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Gern geschehen, Mann. Voll rassistisch. War's das schon, oder was? Bonus. Ja, aber hä? Ich bin hier doch gar nicht fertig. War's das schon, oder was? Ah, jetzt gebe ich ihm mal mein Buch.
Also ich kann ihm gar nichts mehr geben. Sind wir hier fertig oder was? Kapier ich nicht. Ich kann hier nicht mal rausgehen, weil alles so hängt. Der bewegt sich einfach dorthin, wo ich es gar nicht haben will. Endlich. Okay, ich bin nicht im Ausgang. Warte mal. Ah, aber was haben wir hier? Ich will gehen, aber irgendwie muss hier noch was passieren. Anscheinend. Was muss doch getan werden? Ach so, noch was oder was? Nee. Kann ich jetzt gehen? Alle hopp, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.